Wir sehen uns dem Synagoge von Baal Shem in Michelstadt. Das ist was ganz Besonderes. Heute haben wir Glück. Die Synagoge ist offen. Und hier haben wir den Toraschrank von der Synagoge in Michelstadt. Und es ist sehr, sehr schön zu sehen. Zwei Torarolle. Super. Im Toraschrank. Hier ist für den Chazan und hier ist was Schriften und ich zeige euch jetzt ein Bild von der Baal Shem von Michelstadt, dass ihr seht, wer er war. Hier ist der Baal Shem von Michelstadt. Und hier steht so ein bisschen seine Geschichte. Hier steht geschrieben, der Mensch verleiht seinen Platz Ehre. In dieser Stelle stand im Gebet vor seinem Schöpfer und in reinen Gottesfurcht, heilig wird genannt, Morenu und Rabenu, unsere Lehrer, unsere Meister. Yitzchak Arye, genannt Rabbi Zekel Löb Wormser. In dem jedermanns Mund genannt war. Der Baal Shem von Michelstadt. Das Andenken des Gerechten sei zum Segen. Also, ihr seht, wie schön, das ist die Synagoge von der Baal Shem von Michelstadt. Und wir sind sehr, sehr dankbar. Und hier seht ihr, gibt es verschiedene Bücher. Und hier auf der rechten Seite gibt auch ein Buch über heilige Gräber in Deutschland von Shlomo Raskin aus Frankfurt. Ich habe von ihm gehört und ich schicke ihm auch liebe Grüße.